kurzes Update. Wir sind nun wieder am Flughafen. Jetzt geht es nach Los Angeles. Und ganz kurze Info noch. Slotmaschinen sind verdammt scheiße. Einige Leute haben zwar Glück, andere Leute haben Pech. Wir sehen uns wieder in L.A. So, wir sind gelandet in Los Angeles, sind nun auch schon im Hotel angekommen und jetzt gleich geht es aufs Zimmer. Wir sind auch gerade dabei einzuchecken. Und die Aussicht ist auf jeden Fall auch schon wieder nice. Das heißt, die Aussicht, die ganze Umgebung. Wir sind hier im Marina del Rey. Hilton Garden Inn, genau. Also Marina del Rey ist der ganze Marinehafen hier und Hilton Garden Inn ist das Hotel. Und es macht von hier unten schon mal einen ganz guten Eindruck. Besser als das Paris von abends und mal gucken. Ich denke mal, das Zimmer wird auch interessant. Lass uns überraschen. Er wird umgebracht. Okay, also mit Karte aktivieren quasi. Also einfach nur vorhalten? Ja. Nice. Dann macht er hier ein grünes Dings und so einfach mal. Okay. Du kannst nicht fallen ohne Karte um. Kannst du mit der Karte vergessen? Das war's. Okay. Hilfe? Leute? Ja, so viel dazu. ich glaube, hier gab es gerade ein paar Probleme. Ich bin ausgestiegen, sofort gegen die Tür zu. Kommen die jetzt, oder? Also es gab keine Ahnung, ich bin gerade ausgestiegen und auf einmal weg sitze. Also... Was war das für eine Scheiße? Ich steig da aus und auf einmal seid ihr alle weg. Ich denk so, hallo? Ja. Hier dann, ne? Ja, weißt du, die Tür sofort zu, wir runter, wieder bei dem Typen so, ja, die Tür hat sich sofort geschlossen. Dann, da geht die Tür zu, dann wieder auf. So, wir machen hier nichts, ne? Okay. Ach, keine Ahnung, was das gerade war. Neues Zimmer, das heißt also wieder Roomtour. Juhu! Ich fange mal hier im Badezimmer an, wenn ich wüsste, wo der Lichtschalter ist. Tada! Ganz simpel im Badezimmer. Boah, ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja, es ist eigentlich ganz schlecht. Jetzt kommt's. Man kann wieder nicht regulieren, wie viel Wasser rauskommt. Ist das irgendwie ein Problem, was sich die ganze Zeit verfolgt? Ja. Wieso kann man das nicht regulieren? Was kann man machen? Egal. Wir haben eine Badewanne auch. Ja, wir haben eine Badewanne und eine Dusche. Und eine Verbindung? Okay, das ist eine Badewanne für Kinder, das stimmt. Okay. Bett Nummer 1, Christian und ich wahrscheinlich wieder. Bett Nummer 2, Michi und Alex. Das hier? Ja. Wir können unsere Sachen endlich kühlen, wir haben keine Minibar, ja. Das heißt, wir gehen nachher noch einkaufen. So, funktioniert das jetzt mit der Aussicht, wenn ich ganz langsam rangehe? Bitte nicht wieder Weißblende. Tada, es funktioniert. Wir hatten gerade eine Weißblende, das war irgendwie voll komisch. Das heißt, wir können sogar hier raus. Nice. Klimaanlage ist bei euch direkt in der Ecke? Ja, finde ich gar nicht. Er hat hier schon wieder seine Schuhe mitten auf den Weg geschmissen. Mario? Bin da fast drin. Wer könnte das wohl gewesen sein? Wer? Wer guckt vielleicht nicht auf die... Wer guckt nicht auf den Boden, Merlo? Erster Eindruck von L.A. Super. Wir gehen jetzt noch einkaufen bei Allen's Market. Ich glaube mal, da ist da hinten. Da, wo auch der Subway ist. Oder Platz immer. Dieses Video Platz wird gesponsert von Michi. Ja, Michi. Immer. Unser Sponsor. Hi. Aber ja, erster Eindruck. Wie gesagt, auf jeden Fall nice. Auch mein Merch. Welche Merch? Keine Ahnung. Das nicht. Kommt auf euer Video. Einen wunderschönen guten Morgen aus Los Angeles. Ja, gestern hatten wir eigentlich noch vorgehabt, zum Strand zu gehen.
Allerdings wurde es unerwarteterweise zum Abend sehr schnell dunkel. Deswegen hat sich das nicht mehr so gelohnt. Stattdessen geht es heute Morgen sehr früh raus. Um 5.30 Uhr ist der erste aufgestanden. 5.30 Uhr, ne? Bist du aufgestanden? 35 ist mich aufgestanden, dann hatten wir alle, also der Nachteil ganz Rest. Und dann kurz zum Frühstück geht es jetzt Richtung Flughafen, wo wir uns unseren Mietwagen abholen. Und danach geht es direkt weiter in den Norden Los Angeles. Dort gibt es nämlich den Universal Studio Park. Der wird auch ganz interessant werden. Wir sind jetzt an der Mietwagenstation angekommen, Papiere sind alle geklärt. Jetzt geht es nach Line 2 und dort dürfen wir uns irgendeinen Wagen aussuchen. Cabriolet dahin? Ja, wir haben ja ein Cabriolet uns ausgesucht, also mal gucken. Auch wenn das hier schon irgendwie nach Fantasy Park aussieht. Nein, wir sind noch nicht drin. Aber es sieht schon sehr danach aus, oder? Ja. Okay, noch keine Attraktion. Ja, eher so quasi, ja, wie sagt man, ja, Eingangsbereich mit sehr viel Souvenirshop, Essen und so weiter, danach sieht's aus. Aber der Theme Park an sich, ich glaube, da hinten kommt er gleich. Ich glaube, wir haben schon irgendwie reingeschlichen. Meinst du? Einfach nur die Parkgebühr bezahlt und Juliste. Hier. Das ist jetzt eine Achterbahn. Ja. Was ist denn da? Keine Ahnung, einfach durchfahren. Wow. Okay. Highlight, die Studiotour, sehr empfehlenswert, mega geil. Man hat nämlich so drei Studios, wo der Wagen mit reinfährt. Du hast zum Teil 3D-Leinwände drumherum. Das sieht so geil aus, was sie dann da in Filmen zeigen. Vor allem die Wagen, die spielen da auch richtig gut mit. Das ist Hammer. Ich glaube, das schreibt nach einem Panoramabild, ne?
die anderen drei, keine Ahnung, wo die hin sind. Die sind gerade noch in irgendeiner Special Effect Show gewesen. Ich war gerade noch bei Transformers The Ride. Auch mega geil. Jetzt gilt es aber erstmal, die anderen zu finden. Und die wollten irgendwo davon gegenüber auf einer Parkbank sitzen. Ja, gefunden. Wir wollten jetzt einkaufen. Einkaufen, gute Idee. Einkaufen. Danach Kanäle. Kanäle. Venice Beach. Venice Beach, okay. Hotel. Ja. Essen. Weil erst einkaufen, dann Venice. Dann nicht. Ja, dann Venice Beach. Weil wir dann den Wagen final im Hotel absehen können. Wir holen ja nichts Gekühltes. Ah, okay. Dann ja. Dann auch zum Einkaufen.